Hallo und herzlich willkommen zur Angstphase in Passionate Patty in the Land of the Pulsating Pectorals oder wie auch immer mit Scheißpark und Anna und mit mir und Patty natürlich, die jetzt in diesen Bambuswald latschen muss. Ein so. Bett im Bambusfeld. Das Anna, ist du immer sagst mir bitte an, ja? Ja, bitte Nord. Gehen Sie nach Norden. Ja, ich bin dabei. An der nächsten Kreuzung bitte wenn. Bitte gehen Sie erneut nach Norden. Okay. Und nun? Bitte gehen Sie nach Osten. Ja. Bitte gehen Sie erneut nach Osten. Ja, es gibt, da gibt es auch gar keine andere Möglichkeit. Anschließend empfehle ich den Go. Weg nach Norden. Den Go north, life is peaceful there. Und jetzt? Westen. Bitte nach... Oh, jetzt hat er mich. Westen, das war jetzt okay. Echt nur geraten, ne? Und? Nach Und? Norden, nach Norden. War das sogar richtig gerade mit dem Westen? Ja, war richtig. Ja. Das war echt jetzt geraten. Nach Hallo? Osten dann. Osten. Okay, ja. Norden, Süden, Westen, Und? Osten, zu Hause. Nach Norden. Jetzt? Nach Osten. Norden. Ja. Nochmal nach Norden. Ja. Wie läuft die denn da rum? Ja, die hat noch was. Nochmal Norden. Ja. Okay, ich hoffe, das klappt. Sie sieht ein bisschen komisch schon aus, hä? Ja, ja. Und jetzt? Jetzt nach Westen. Okay. Ja, aber ich muss noch nichts trinken. Und jetzt nochmal nach Westen. Ne? Genau. Und jetzt nach Süden. Nach Süden, okay. Nach Westen. Westen. Und da muss ich dann gleich was trinken, hoffe ich mal. Nochmal nach Westen. So, jetzt erstmal Drink. Warum kriegt sie denn? Weil sie Durst hat. So. So, okay. Oh ja. Und der Akku hoffe, läuft wieder. Das schaffen wir jetzt. Und nach Westen, ne? Oh. Und jetzt? Nach Norden. Und erneut nach Norden. Okay. Und nach Westen. Jo. Und nach Norden. Okay. Wir haben nämlich nichts mehr zu saufen. Ich muss da jetzt irgendwie schnell durchkommen. Jo. Ja. Wir haben's geschafft. Oh. Ja, reiß die Hütte ab. Aber dieses war nur der erste Streich. Jetzt muss ich mal langsamer drehen. Ganz langsam. Drink water. Oh, oh. So, jetzt nochmal bitte speichern. Okay. Und nochmal drink water. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, jetzt. Okay. Gut, weil ich weiß, ich glaube, da bin ich ja schon mal gestorben. So, erstmal erfrischen. Da lässt man sich einfach mal mitreißen. Ja, das ist wirklich ein total erfrischendes Wasser und ohne Koffein. Na, Gott sei Dank. Das wäre ja auch grausam. So, begeben wir uns mal weiter nach Norden. Wow, wir gucken uns mal um. Schein? Du bist nahe dem Rand einer dramatischen Schlucht. Der Fluss neben dir ist Hölz, kotzt. ja, der Fluss neben dir macht irgendwas über den Abgrund, da läuft er drüber und formt einen spektakulären Wasserfall und verschwindet dann in der Schlucht unter dir. Oh ja. Ein gewaltiges Naturschauspiel. Boom. Und wir gehen mal weiter. Boom.
Warte, ich speichere hier lieber nochmal ab. So. Wo muss ich denn da jetzt lang eigentlich? Hail to the King! Yahoo! Aua! Das war ein Vollabschluss. Wie gut, dass ich eben gespeichert habe. Warum hast du dieses Bild da gerade übersprungen? Das sah irgendwie... lustig aus, hm? Können wir da nochmal machen, mal Sekunde. Hail to the King! Au! Okay. Wo geht's denn hier lang? Immer in die Augen gucken. Ja. Was war das denn jetzt gerade? Hier geht's nicht mehr weiter. Ein sterbendes Lachen. Das hörte sich eher wie, ach, vergiss mal das. Okay. Und da fällt sie wieder runter und nicht speichern. Du wolltest nur das Bild nochmal zeigen. Ah, jetzt fliegt sie ins Wasser. Guck mal. Sie ist ins Wasser geflogen. Yo! Hätte sie doch bloß ein Seepferdchen gemacht. Und hätte sie mal ein Hintbook bestellt. Ja, das ist natürlich blöd. So, also da können wir auch nicht. Irgendwo ging es hier aber weiter. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wo das war. Wahrscheinlich hat sie sogar mit Sonic den Schwimmkurs gemacht. Ja, genau. Nee, da wollen wir nicht mehr hin, um Gottes Willen. Da kein Tails in der Nähe ist, muss sie da jetzt auch durch. Genau. Ja, Tails konnte Sonic ja auch nicht unter Wasser retten. Der musste ja immer die Luftblasen inhalieren. Ja, aber... Achso, okay. Erst lesen. Der Fels in der Nähe hat ein zylindrische Oberseite, welche sehr stark dem Boot Knoten also eine Bootsanlegestelle erinnert. Okay. Bei Sonic 3 konntest du dich, wenn du mit beiden gespielt hast, quasi an Tails ranhängen, wenn du denn... Ist der geschwommen? Das ging aber nicht unter Wasser, oder? Ich glaube schon. Hier, ich ziehe die Strumpfhosen aus und ihr sagt gar nichts, ne? Ah, oh. Ja, wenn sie wieder mit Sonic anfängt. Oh, ey. Ja, Sonic ist interessanter als, oh Gott, die Strumpfhose sah aber schon... Ja, und du hoffst, dass es Stützstrumpfhose sind. Ah ja, oh, genau, Gott. Da war das, ja, ja. Also du lässt dich da runter, es kommt dir nicht ganz unbekannt vor, das Gefühl, auf der glatten Seite des Abgrunds und hast dein ganzes Gewicht an diese kleine Strumpfhose gehängt. Oh je, wie du dir jetzt gerade wünschst, du hättest ja ein neues Paar angezogen, Igitt. Du altes Ferkel. Ja. Guck mal. Bungee Jumping! Jetzt kennen wir die Erfinder des Bungee Jumping. Oh oh, deine Strumpfhose ist kaputt. Das hat jetzt irgendwie was so von Wile E. Coyote. Ja, scheinbitte. Du erholst dich langsam von deinen fast tragischen Panty-Hosen runterlassen und versuchst, dich zu erinnern, wo du eigentlich bist. Ich glaube, ich weiß, welche Pflanze das im Vordergrund ist, ja? Ja, und wir werden die auch benutzen. Oh, natürlich, es ist Larry, den du suchst. Du bringst dich, du stellst dich selber wieder auf die Füße, bist bereit, um nochmals deine Reise auf dich zu nehmen, um den Mann deiner Träume zu finden. Oh Gott! Sorry, but so, Larry is in another castle. Ja. So, da können wir Folge 11 draus machen. Wunderbar. So, wir gucken uns erstmal ein wenig um. Anna, bitte? Oh, diese 3-Punkt-Landung hat dich auf einen so einen kleinen Vorsprung gebracht und du siehst gerade in einen Abhang oder Cliff. Und alles um dich herum sind Pflanzen mit sehr seltsam, eigenartig aussehenden Blättern. Ich finde, so seltsam sehen die gar nicht aus. Die könnte man kennen. Auch. Genau. Warte mal, ich muss mal was gucken. Und da sind nämlich Kokosnusspalmen. Okay, Climb. Oh. Tree.
Warum müssen es ausgerechnet Kokosnüsse sein? Weil wir die brauchen und weil das in Adventures immer so ist. Okay. Einmal, zweimal. Und du greifst dir ein paar von diesen braunhaarigen Nüssen. Ja, gemein. Diese Panzer, ja, Wortspiele. Ja, so die haben wir nämlich dann schon mal. Das ist sehr gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit für einen der lustigsten Adventures der Tode aller Zeiten. Speichern mal ab. So. Get grass. Okay. Und du beugst dich vor und pflückst mal ein paar von Dr. Nonokis unirdischen Produkten aus dem Garten der unirdischen. Ach, die alte Freude. Koksbraut. Das ist ja kein Koks. Ich wollte gerade sagen. Ja, und da pflückt sie. Und bist du sicher, dass es was ist, was du tun solltest? Ja, Patty, mal. Wir werden es gleich erfahren. Einfach, Folge. Einfach mal auf was? Durchzug schalten. Das ist gute Hand. Ja. Habe ich gespeichert? Ja. So. Schein, bitte. Du trocknest schnell ein paar Blätter in der Sonne, nimmst ein Pack von rollendem Papier aus deinem Büstenhalter und platzierst die Blätter in dem Papier, während du professionell eine einhändige Rolle ausführst. Ja, professionell. Ja. Ich kann das nicht erkennen, was das ist. Okay, und du greifst dir ein paar Steine. Schlägst sie aneinander und machst Feuer, das dein Joint entzündet. Ja, ein bisschen buzzing. Sie fährt Fahrrad in der Luft. Yeah. Is there a light there? Hey, cool dude. Hey, cool dude, I'm du so hast Visionen wasted. Von Daventry. Das ist großartig. Immer an King's Quest anspielen. Ja, ja. Sehr. Jetzt fliegt gleich noch John Lennon vorbei. Wahrscheinlich. Hey to the King! Und abwärts geht's. Oh. Ja, und erinnere dich daran, Patty. Nächstes Mal sag einfach. Nein. Just winners, winners don't use drugs. Und mit diesem wunderschönen Bild verabschieden wir uns aus dieser heiteren Folge. Sagen, werden wir es schaffen, über diese Klippen zu kommen? Wenn ja, warum nicht und wie? Bleibt dran, es wird spannend. Bis dann. Vielleicht ciao. In eine andere Richtung fliegen. Ja, wer weiß.